Jim sind Klassenkameraden und besuchen die gleiche Reitschule. Jetzt sind sie das erste Mal zusammen in einen Reiturlaub gefahren. So richtig mögen tun sich die beiden nicht. Sie sind auch ziemlich unterschiedlich. Karen ist sehr selbstverliebt. Sie läuft auch auf dem Reiterhof ständig im Turnieroutfit rum, achtet sehr auf ihr Äußeres und sie liebt TikTok und ihr Handy. Davon kann sie nicht genug bekommen. Naja, und so richtig gerne dreckig macht sie sich auch nicht. Sie sieht plötzlich Jim, wie er sein Schulpferd fertig macht. Jim reitet jetzt circa ein knappes Jahr und natürlich kann er noch alles nicht so ganz perfekt wissen und braucht manchmal noch Hilfe. Ob Karen da die richtige Ansprechpartnerin ist? Karen liebt es vor allen Dingen, nach Fehlern zu suchen. Ja, wenn man Fehler hat, kann man diese ja mal ganz schnell mit einem Handy aufnehmen und auf irgendwelchen sozialen Netzwerken online stellen. Das ist das, was Karen momentan als Fame versteht. Warum filmst du mich denn die ganze Zeit? Jim, hast du mal gesehen, was du hier für einen Unsinn gemacht hast? Die Dornschnalle beim Halfter kommt ja wohl nicht nach innen. Da kann sie sich voll verletzen. Außerdem hast du sie da außen auch noch voll falsch angebunden. Die kann sich hier voll aufhängen. Und auf TikTok, da war gestern erst ein Video, guck mal, da war mega Hate. Und schau mal, jetzt verletzt sie sich gleich. Und ich sag dir, wenn das auf TikTok online geht, dann bist du am Arsch. Dann brauchst du nie wieder in Reiterferien fahren. Ich werde das jetzt erstmal unserer Reitlehrerin sagen. Wenn die das sieht, die macht dich fertig. Jim ist traurig. Das bleibt auch der Reitlehrerin Frau Müller nicht verborgen. Karen, du brauchst hier gar nicht petzen. Ich habe das genau mitbekommen. Karen, Jim, komm mal mit in den Stall. Ich muss mal mit euch sprechen. Wer sieht denn jetzt? Ja, Jim, ich werde jetzt einmal mit Karen alleine reden, ne? Für den Moment lässt uns einmal kurz bitte alleine. Okay. Karen, mir ist aufgefallen, in der letzten Zeit bist du extrem viel am Handy. Dein Umgang gegenüber der anderen ist sehr schlecht geworden und ich habe Angst, dass sich das für ein Verhalten mit dem Handy einfach zu tun hat auch viel. Wie, ich bin doch nur abends mal ein bisschen bei TikTok und gucke ein paar Videos, ist doch nicht schlimm, oder? Also ich sehe dich regelmäßig filmen, auch beim Pferd zum Beispiel. Also das ist für mich ein Unding, denn es geht ja ums Reiten oder ums Handy. Ja, jeder filmt sich da. Überall auf TikTok sind Pferdevideos. Und weil das jeder so macht, meinst du, ist das in Ordnung? Also ich glaube, du solltest einen anderen Weg einschlagen. Zum Beispiel hat ja auch die EFN Verhaltensregeln im Stall eingeführt. Und ich denke, der Umgang mit dem regelmäßigen Handy sollte da auch mehr beachtet werden. Wer ist denn die EFN und was soll wie regeln? Naja, die EFN ist der Dachverband für alle deutschen Reitvereine. Die legen zum Beispiel Regeln fest, zum Beispiel auch für Turniere. Ja, aber die reiten ja alle auf TikTok schon Turniere und sagen nie was von der EFN. Ist aber einer der wichtigsten Verbände in Deutschland für unsere Reiterei. Man kann natürlich auch ohne Zertifizierung über die EFN Turniere reiten, indem man Online-Turniere zum Beispiel wahrnimmt oder Spaßturniere, die nach WBO-Regeln funktionieren. Schau mal, Karen, hier siehst du die 10 goldenen Stallregeln für ein gutes Stallklima, die die EFN aufgestellt hat. Und dort wird zum Beispiel erwähnt, dass man das Kichern, Tuscheln und Tratschen gegenüber anderen sich einfach sparen sollte, sondern sie unterstützen sollte, wenn sie Fehler machen. Ja, aber auf TikTok sagen die Leute ja auch, man muss ja mal wen kritisieren dürfen. Dann ist ja alles gar nicht mehr erlaubt, auch wenn man mal sagt, dass jemand was falsch macht. Kritik ist immer irgendwo auch erwünscht, aber das kommt darauf an, wie man sich ausdrückt und wie man das Ganze angeht. Denn wenn du auf Jim zum Beispiel zugegangen wärst und ihm gesagt hättest, du, kann ich dir helfen oder ich sehe, du hast vielleicht was falsch gemacht, das müsstest du vielleicht korrigieren, denn das Pferd ist irgendwie gestört durch diesen Karabiner, dann wäre das der richtige Weg gewesen. Und Kritik gehört immer an einem sachlichen Ton, objektiv an eine Person herangetragen und nicht wie im Internet angreifend und persönlich werdend. Ja, Okay. Karen, und du darfst das Jackett auch ruhig ausziehen. Es ist warm und du hast eine Topfigur, also du musst nicht mit Jackett hier im Stall rumlaufen. Naja, stimmt. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit, bis ich auf Turnieren starte. Wenig später sitzt Karen nachdenklich vor ihrem Handy und ist sich nicht so wirklich sicher, ob sie es mal beiseite legen sollte. Jim,
Darf ich dir helfen? Ja, gerne. Ja, warte mal, ich helfe dir einfach. Bist du auch ein Social Rider? Weniger Streit im Internet, mehr Spaß mit euren Pferden in der freien Natur. Wollt ihr umdenken? Wir hoffen, ihr seid auch dabei.